Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht wieder um die Junk und Art Journal Challenge zum Thema Natur. Und mir wurden einige Journals für die Tauschaktion eingeschickt. Und ich darf euch jetzt eins von ungefähr 20 Journals präsentieren. Und ich freue mich mega drauf. Ja, wenn euch das jetzt interessiert, dann bleibt dran. So, in diesem Video darf ich euch das Journal von der lieben Katharina zeigen. Und so sieht das Ganze hier aus, schon mal von vorne. Könnt ihr schon mal schauen. Katharina hat mir auch eine Karte mitgeschickt und in der Karte hat sie halt geschrieben, dass sie bedankt sich für die Tauschaktion und sie hofft natürlich, dass ihr Journal gefällt. Aber ganz ehrlich, das sieht schon so schön aus. Natürlich gefällt das. Also, da wird sich auch jemand drüber freuen. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe bis jetzt nur ein bisschen reingeguckt, aber es ist auch sehr, sehr schön geworden. Von daher will ich euch das natürlich jetzt zeigen. Und ich zeige euch erstmal natürlich das Cover und dann mache ich später wieder die Musik an, so wie immer. Hier mache ich das erstmal ab. So. Das ist hier auch noch mit einem Wachssiegel. So, packe ich ja erstmal zur Seite. Und dann schaut mal, also, ja, das war mal eine Papiertüte. Und das finde ich ja super spannend. Das habe ich habe es schon oft gesehen, aber halt selbst noch nicht gemacht. Aber irgendwie fand ich das immer sehr, sehr cool. Also, ja, hier hat es noch so Buchecken überall vorne, hinten, ne? Dann mache ich das mal hier, das Band so ab. Und dann, ja, schmeiße ich die Musik an und los geht's. Thank you.
So, das war das Journal von der lieben Katharina. Also auch ein sehr, sehr hübsches Journal. Die Katharina hat hier, ich denke, das soll hier so eine Art Lesezeichen noch sein, deswegen ist das so groß. Finde ich ja auch sehr, sehr cool. Eine ganz tolle Idee. Ja, so ein, aber es ist auch richtig, richtig hart, richtig cool. Und wenn man dann halt was reinschreibt in das Journal, ja, kann man sogar einfach hier so zwischenpacken und dann weiß man das nächste Mal, wo man weiterschreibt. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich merken sollte. Also hier vor allem so eine harte Pappe, ne? Richtig cool. Ja, Katharina hat viel Platz noch zum Schreiben reingelassen. Da kann der neue Besitzer auf jeden Fall noch einiges dazu packen. Und ja, hier zum Beispiel diese Karte ist auch sehr schön. Leider weiß ich nicht, wo der hier hingehört. Ich lasse den mal hier so zwischenliegen und pass auf, dass der nicht abhaut. Hier der schöne Wachssiegel mit der Biene, ne? Ja, oder vielleicht schreibt Katharina noch, wo der war. Dann kann ich den noch einbauen. Vielleicht steckte der auch einfach hier drin. Das kann natürlich auch sein. So. Und ja, diese Karte finde ich besonders cool. Da hat sie so ein dünnes Netz drauf gearbeitet. Und das ist sehr cool. Ich denke, das ist so Fliegengitter oder sowas in der Art. Und ja, da muss ich auch noch mal. Ich finde das sehr, sehr spannend mit dem Fliegengitter. Irgendjemand hatte mir auch schon mal gesagt, ich sollte mal was mit Fliegengitter machen. Ja. So drunter legen hinter irgendwas oder so. Ja, also das werde ich mir wieder mal abspeichern und versuchen, mir irgendwo Fliegengitter zu organisieren. Ja, auf jeden Fall, Katharina, schön, dass du mitgemacht hast. Und ja, die neue Besitzerin wird sich auf jeden Fall freuen. Du hast auch richtig schöne Papiere verwendet. Hier deine Stempelabdrücke finde ich auch sehr, sehr schön. Also mag ich sehr. Ja, so. Dann würde ich sagen, auch das hier ist auch super interessant. Ich finde ja solche Strukturen immer so spannend. Ich habe ja auch so einige Sachen, die ich häufiger verwende. Aber das hier ist mir auch noch neu. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. So. Ja, da muss ich mal nochmal die Augen aufhalten, weil das ist auch sehr cool. Sieht sehr spannend aus. Ja, gut. Ja, Shopping ist da angesagt, würde ich sagen. Also zumindest mal bummeln und gucken. Was es so gibt. So, in diesem Sinne, danke fürs Mitmachen. Hinterlass Katharina ganz viel Liebe in die Kommentare, bitte. Und ja, dann wünsche ich euch was. Noch eine schöne kreative Zeit. Bis demnächst. Tschüss.